mit Rio seit 8 Jahren und das Spiel war auch schon gelöscht ist, ja. Obwohl das Fazit von Mimsys Wonderhorn ist, ich möchte mit euch gerne heute über Mimsys Wonderhorn reden, was das eigentlich bedeutet. Ich habe jetzt durch diese Mimsy-Töne sehr viel Dislikes bekommen, auf denen auf Autobahn 8 Mimsys Wonderhorn von eigentlich sehr viel Dislikes bekommen. 3 wurden zündig auch gelöscht im größten, meisten Aufrufe. Ich habe 5 Dislikes, dann habe ich nur 2, aber. Ja. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das überhaupt groß hochladen werde, weil. Dislikes. Ja, ist ein bisschen Bullshit, ja. Aber die Kommentare sind auf alle Fälle stören, weil. Ich hatte schon einige Hater gehabt. Wie gesagt, haben den Autobahnfahrten sind der größte Müll. Ja, bestimmt wie in der Mimsy-Untermahnung, ja, weil. Naja, es ist nicht direkt Mimsy. Oder doch, nee, wirklich kein Schwarzmaler, aber ich nenne ihn Mimsy. Oder genau so ein Feuerhaus ist ja. Ja. Eigentlich müsste ich der Kai jetzt Wonderorden nennen, aber. Wenn ich mit Kai anfange, dann denken die, das ist den Hauptcharakter, ja. Deshalb habe ich ihn Mimsy genannt, ja. Ja. Naja, also. Ich weiß nicht, weil ihr so. Ihr werdet hier, man könnte ja Likes ausschalten, also Likes und Dislikes ausschalten, wenn ihr den Like instant gemacht habt. Ich meine, es könnte ein Stück Scheiße auch sagen. Ja, den Like sieht doch auf TikTok, wo du keine Dislikes machst. Nee, auf TikTok. Das frisst 6 GB, die App. Das mach ich nicht. Ich hätte es ja gemacht. Wenn ich ein Handy mit 256 GB hätte, ja. Ja, also 1 GB oder so mit SD-Karte. Ich sende den hochgeladen, ja. Aber ich habe gehört, es wird immer mehr und mehr, wenn man da was machen tut. Also nachher sind es tatsächlich 8 GB und dann. Ja, nee, TikTok ist leider ein Problem. Vielleicht mal viel zu viel Speicher und. Mit der Traurige, ja. Mimsys Wonderorden ist so gesagt wie in so einem Projekt, ja. Längste Projekt meiner Geschichte, meiner YouTube-Geschichte, aber leider auch mit diesem Hintergrund, also mit gruseligen Nachspiel, aber wäre gerne mal wirklich, sag ich mal so, weil der mal heimlich gemacht hat, wenn er Schaber zu ihm im Ständer ist. Da haben sie eine Flascherei, die wollte ich gerne mal filmen. Heimlich. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch ist, ob die noch so aussieht, wie ich damals Baby war. War mit 2-3 Jahren damals ein Schaber drin, ja. Wo ist so eine Fleischfabrik, die man sich angucken kann? München, wenn eine Möglichkeit, aber da ist auch nicht alles so clean, also. Also die Hauptfabrik von München ist ja fast auch immer gewesen, also. Da bloß sind die Kühlhäuser, die in München zu sehen sind. Ich weiß noch, was die billigen Trainings, das sieht auch nicht mehr, das ist auch immer gewesen, ja. Leider. Mimsys Wonderorden. Ja, Mimsys Wonderorden ist eben so ein. Ist eben leider mit negativem Hintergrund, also. Ich werde lieber nach Kassel von der Dir nach Stuttgart fahren, ja. Ob ihr wart denn mal schwierigen Schwellen in der Nähe von Stuttgart? Also wenn ich falsch erinnere, würde ich da drin hin, ja. Würde ich mich da drin trauen. Ja. Jetzt sehe ich wieder so. Willigen Swelling. Ja.
tatsächlich in Ordnung. Ja, das steht also so, dass seine Tür aus dem Spending ist, der wirklich abgefahren. Also, das ist ja obergeil, was da drin war. Das Kühlhaus, also, das ist Wahnsinn. Ja, also im Spending, das ist das obergeilste Kühlhaus. Da gibt's schon besser. Ja, Kühlhaus Chemnitz. Ja. Aber das steht ja ohne mir auch in der Rissen, leider. Ich hätte davor noch früher so viel Material gehabt, aber alle leider gelöscht wurden. Na, ich hätte bald Material bekommen, aber leider ist das entfernt. Kiosk Chemnitz existiert nicht mehr. Ist ja eine traurige. Es gibt so viel Inneres, ne, das Place, den Gegenden, also es ist wirklich negativ, dass Kiosk Chemnitz nicht mehr existiert, ja. Der Maschinenraum ist der beste von allen das Places, muss ich sagen. Sehen wir direkt einen Maschinenraum, ob mit der Flügelfälscherei war, das weiß ich jetzt nicht. Für die ganzen Fleischdinger, da haben sie ja einen Haupttransporter gehabt, ja. Also mit Fleischerhaken, ja. Ich sag mal so, alles, was ich an das Place gezeigt habe, ist meist ein Inneres. Also, die Konsumfläche existiert nicht mehr, wegen Schwending existiert nicht mehr, Berlin existiert nicht mehr, Kiosk Chemnitz existiert nicht mehr, und Halle Saarlouis auch nicht mehr. Ja. Halle Saal ist auch Inneres, also, das ist es gut, wurde kürzlich abgerissen, ja. Bei den Amis, da hätte das Place noch, hätte noch einige Fabriken gegeben. Welche in Ironton, die Fleischerei, die ist auch geil. Ja. Aber gibt es auch kein Material mehr zu finden. Ich behalte für mich, wie ich das verarbeiten tue. Und denke mir da an die nur, ey, du bist ruhiger, was soll der Scheiß? 40 komplett verarschen. Ja. Also, ja. Ich hab da schon mal eine Erwägung mit dem Vigastis oder Space wieder kann. Und ich will irgendwann die 1000 erreichen, ist ja nicht. Nach einer Verwarnung gegen Hausdienst bekommen ist auch scheiße, ja. Ah, das ist blöd, ja, Hausdienstbuch, ja. Nein, ich sag's mal so, Hausfriedensbruch. Da gibt's nur in Europa. Bei den Amis gibt's sowas ja nicht. Aber es gibt bei den Amis dafür einen großen Nachteil. Die in der USA haben keine Waffenscheine. Das heißt, wenn du irgendwo unbefugt rein ist, dürfen die dich abknallen. Wie es aber direkt stimmt, aber da. Ich weiß nicht, wie das direkt jetzt heißt, aber. Deswegen, wenn ich jetzt an Ironton rangehen würde und mich würde jemand erwischen von den Besitzern, da schießt du dann im Arm oder am Bein, dann weg, stieg Blitter, ja. Ja, also Ironton, also USA, also was wäre mir lieber? Wenn man erschossen wird oder wenn man Hauswindsbruch gibt? Natürlich Hauswindsbruch, obwohl das auch scheiße ist, ja. Wenn man dafür mindestens 2 Jahre im Knast kommt, wenn man die Geldstrafe nicht leisten kann. Ich nehme mir ein bisschen Hartz IV, was ich kriege, oder Grundsicherung. Mich hätten sie gleich in das Vorarsch, wenn ich. Also wegen jetzt einen würdigen Schwending erwischt werde oder so. Ja, würdigen Schwending, das ist durchgeknallt, ja. Naja, es geht so oder so. Entweder das Rathaus, die Stadt ist der Besitzer, oder es gibt einen fremden Besitzer. Das Risiko wäre höher, wenn es ein fremder Besitzer wäre, ja.
Die Kurve wäre höher, wenn du einen Fremdenbesitzer hättest, ja. Weil die Stadt könnte sagen, ach, scheißegal, schwamm drüber. Aber so ein fremder Besitzer könnte sagen, nein, wir verklagen dich. Du bist da reingebrochen, dafür gibt's Ärger. Ist dann also uns bei der Konsumbäckerei, da würde ich auch nochmal einbrechen. Ist ja ein Fenster sogar offen, aber ich glaube, da haben sie ein bisschen Hund auf dem Hof. Wenn der immer durch die alten Fenster da krabbelt und mich erwischt, oh, das tut übel. Also, der ist ja, der ist wirklich so ein bisschen Köter. Vielleicht der längst, außerdem das nächste Problem ist, wurde mal bei einem Let's Plays Film erwischt, also bei einem Hearthstone, ne, vor 10 Minuten immer erwischt. Und sie auch den Trampeln hören und dann wissen, dass jemand drin, dann rufen sie gleich die Polizei. Ja. Also ist schon ein Risiko, also mit Let's Plays. Also mir wäre echt lieber, also ich muss wirklich sagen, mir wäre echt lieber, ja, also ich sagen, also ich gehe nachts rein oder am Feiertag oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie ich mit der alten Bäckerei das machen soll. Das fällt mir wirklich nicht an. Ja. Ich meine, ich habe die Bäckerei schon immer gemacht und die ist auch sau interessant, also was da alles drin ist. Ich habe von Weitem mal Tische gesehen und so alles was da und da ist so viel Stuff drin, das ist ja schon geil, also interessant, geil, ja. Ich werde darin jagen, aber wenn man da von allen Seiten erwischt wird, von den Nachbarn, gegenüber, von so einem scheiß Hund da, von so einem Köter da, von der Wachschutz, also das Risiko will ich nicht innehmen. Der Wachschutz, hätte ich gehört, ist aktiv da bei der alten Bäckerei. Also ohne Scheiß, die sind da aktiv auf Achse. Ist keine Lüge. Und der Wachschutz, der fährt ja selbst sonntags manchmal dahin. Also ist das Risiko wieder höher, ja. Nein, Böcke reinzubrechen. Ja. Kann ich das mal so sagen. Zumindest wenn ich in den USA, wo du weg abgeknallt wirst, also das ist schon mal positiv, ja, aber strenge Gemächer gibt es ja trotzdem. Ja. Wie ich leider zu halten soll, also. Die USA ist eben viel anders eben. Ja, aber da auf dem platten Land, was willst du da machen? Da kannst du überall deine Probleme kriegen. Ja. Die Amis haben ja nicht so ein Ballungsgebiet wie Ruhrgebiet oder. Na, die. Ruhrport oder Rhein. Oder wie ja, Rhein-Main-Gebiet. Das ist ja alle durch. Meine Beat ist eben so eine Sache, ja. Ja. Ich meine, in die Globe, wenn du in den USA erstmal da erschossen wirst, wegen Einbruch, dann schießt du blöd, dann kannst du sogar verbluten, da wenn der genau zur Hilfe kommt. Ich weiß, ob das wirklich so ist, aber ich hab's immer so Stand-to-Ground-Rechte, wie das heißt, keine Ahnung, aber das soll wirklich so sein. Ja. Stand-to-Ground-Recht heißt, glaube ich, ja. Jetzt mal kurz den Cut.